Und damit geht's weiter bei Let's Play Fallout 4. Wir sind hier in der General Atomics Galleria, haben hier eigentlich die meisten Sachen oberflächlich durchsucht. Mir scheint es nicht so zu sein, dass hier einige interessante Sachen lauern. Deswegen gehen wir mal weiter. Wir haben aber eine sehr gute Kampfflinte gefunden. Die habe ich auch direkt ausgerüstet. Immerhin das hat uns dieser Abstecher hier hingebracht. Ich hätte zwar, wenn ich ehrlich bin, mehr erwartet, aber egal. Wir haben uns natürlich da wieder ein bisschen ablenken lassen, müssen jetzt schauen, dass wir zu unserer Bunkeranlage kommen. Kommt mal direkt her, ihr dreckigen Schweineviecher. Boah, wie ich euch hasse, ne? Ich hasse euch wie die Pest. Das kann sich kein Mensch vorstellen, wie sehr ich die Viecher hasse hier. Oh, oh. Jetzt ist das Vieh auch noch mutiert hier. Und dieses Ding, was wir da gefunden haben, das ist echt vom Feinsten. Total geil. Angetrieben. Militärisches Klebeband. Beschleunigt die Regeneration deiner Aktionspunkte. Okay, langsam fangen wir an, hier echt coole Sachen zu finden. Das ist fürs rechte Bein. Das andere war der rechte Arm. Das nehmen wir natürlich. Rechtes Bein. Die Werte sind sogar wieder ein kleines bisschen besser. Das ist schon mal eine gute Sache. Und dazu kommt noch, ja. Erhöht die Regeneration deiner Aktionspunkte, dann braucht man dazu ja gar nicht mehr viel zu sagen. So, Sendeturm-Terminal, okay. Was sendet der denn hier? Gehen wir mal daran. Willkommen, Satelliten aktivieren. Okay, möchte ich noch nicht machen. Ich möchte erst wissen, was das bringt, bevor ich hier auf irgendetwas drauf rumhaue. So, Inventar. Wir brauchen ein paar neue Hilfsmittel. Es ist, glaube ich, eine clevere Idee, dass sobald wir das hier erledigt haben, wir erstmal ja nach zur Burg gehen, uns da neues Wasser holen und uns generell auch die neuen Siedler, die sich da jetzt eingetroffen haben müssten, eingetroffen sein müssten, erstmal wieder in Position bringen, dass die auch alle was zu tun haben. So, das dürfte einen kleinen Schaden geben. Nein. Unsere Waffe. Machen einen kleinen Quicksave, damit wir im Falle des Todes hier nicht allzu viel wieder neu machen müssen. Und jetzt sind es tatsächlich noch 80 Meter. Dann sind wir schon bei der Bunkeranlage angekommen. Also von daher alles gut. Wir liegen im Zeitplan drin. Wer bist du denn? Ein Hi. Siedler. Bitte. Ich hab solchen Durst. Hast du vielleicht etwas Wasser? Welche Art Was für von ein Wasser Wasser? brauchst du denn? Gereinigtes Wasser wäre natürlich wunderbar. Aber ich nehme, was auch immer du hast. Haben wir Hier schon ist zu. nicht aufbereitet, aber immerhin etwas. Bestens. Danke. Entschuldigung? Danke. Ich ruhe mich hier noch ein wenig aus, bis es mir wieder besser geht. Tja, ich dachte, wir hätten jetzt damit vielleicht einen Siedler für unsere Siedlung gefunden. Oh, Granaten. So, Aufklärungsbunker Theta. Okay, ja, gehen wir rein. Zugangscode verwenden. Sicherheitstürsteuerung, Tür öffnen. Zack. Gut, rein mit uns. Keine Optimal. Bewegung. Keinen Schritt weiter, sonst blase ich dir den Schädel weg. Wer seid ihr? Wer schickt euch? Wie seid ihr hier reingekommen? Brandis, Bruder, bin zum Reden hier, Ganz Bruderschaft. ruhig, Paladin. Ich gehöre zur Bruderschaft. Zur Bruderschaft? Nein, 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 das kann nicht sein. Die sind zu weit weg. Die würden dich nicht schicken. Oder doch? Angenommen, ich glaube dir. Wie hast du mich gefunden? Gut, der ist ein kleines bisschen verwirrt, aber ich denke, wenn wir von den Notsignalen berichten, wird er uns Ich glauben. folgte den Notsignalen, die dein Team zurückgelassen hat. Ihre Holobänder haben mich hierher geführt. Die anderen, was ist mit ihnen geschehen?
Tja, wir übergeben die Holomarken. Sie sind tot, Paladin. Ich habe ihre Erkennungsmarken mitgenommen. Das hast du? Danke. Das bedeutet mir viel. Ich wollte zu ihnen zurückkehren, musst du wissen. Ich konnte nichts tun, nicht allein. Aber ich hatte gehofft, du hast viel auf dich genommen, um mich zu finden. Ich sollte dir etwas geben. Ja, her damit. Ich habe über die Jahre viel gesammelt. Technologie, Krimskrams. Wenn du was haben willst, nimm es. Gut, der Bruderschaft wieder anschließen. Belohnung. Hier draußen versteckt. Was hast du die ganze Zeit über gemacht? Ich hab die Gegend erkundet. Dinge entdeckt. Aber ich bin ganz allein. Es war einfach zu viel. Ein zu großes Risiko. Ich hab mich versteckt. So lang. 3 Jahre? Ja, ungefähr. Zu lang. Na gut. Möchtest du dich der Bruderschaft wieder anschließen? Die Bruderschaft braucht dich, Paladin. Es war Zeit, sich zurückzumelden. Ich kann nicht. Es ist zu lange her. Ich wäre nicht mehr von Nutzen. Niemand kennt das Commonwealth besser als du. Wir brauchen deine Hilfe. Ich bin schon zu lang hier. Ich bin nicht mehr ich selbst. Würde man mich noch aufnehmen? Okay, diesmal scheint es nicht zu klappen. Ist alles in Ordnung mit dir? Ich schaff das. Ich versteck mich. Und kämpfe gegen jeden und alles. Die Bruderschaft wird die Erinnerung an dein Team in Ehren halten. Solltest du... Wenn ich nicht gehe, geraten ihre Opfer, was wir durchgemacht haben. Hat geklappt. In Vergessenheit. Das, da, gut. Ich packe meine Sachen. Und gehe zum Flughafen. Danke. Danke für alles. Gut, kein Problem. Wir sollen uns wieder bei Captain Kells melden. Klar, aber erstmal schauen wir, was der hier so gefunden hat über die Jahre. Ein Fusionskern beispielsweise, einen inaktiven Notrufsender. Das gehen wir mal wieder hier schauen, was der da gelabert hat. Erkundungsteam 429 Alpha. Letzter Bericht. Unsere Mission ist gescheitert. 6 Stunden nach Beginn geriet meine Kompanie in einen Hinterhalt. Wir haben 5 Ritter verloren und die Reserven unserer Power-Rüstung sind erschöpft. Wir haben die Rüstungen zerstört, um Plünderungen zu vermeiden. Dann zogen wir uns unter Beschuss zurück und gaben unsere Vorräte auf. Ich wurde innerhalb einer Woche von den 2 verbleibenden Mitgliedern meines Teams getrennt. Beide sind vermisst. Status unbekannt. Ich hatte gehofft, sie an unserem Bunker zu treffen und mit ihnen aus dem Commonwealth fliehen zu können. Aber bisher ist niemand gekommen. Niemand ist gekommen. Okay, also quasi dasselbe nochmal in etwas offiziellerer Form, falls es ein... ja, Mensch, der Stählern Bruderschaft in die Pfoten bekommen hätte. Ja, wir haben unseren Job hier erfüllt, würde ich sagen. Wir haben los, den Paladin überzeugt. Ja, beruhig dich mal, du Arschloch. Wir haben den Paladin überzeugt, zur Bruderschaft zurückzukehren. Das wird er tun. Haben wir jetzt gerade... Achso, ne, das war wegen Piper. Okay, ich wollte schon sagen... Ja, haben ihn, wie gesagt, überzeugt, zur Stählern Bruderschaft zurückzukehren. Wir werden Captain Kells die ganze Geschichte jetzt mal mitteilen, damit der auch ja ein bisschen vielleicht eine Belohnung rüber wachsen lässt. Kann ja sein, obwohl, glaube ich, immer nicht bei der Bruderschaft. Die halten sowas ja für selbstverständlich, dass man sowas tut im Namen der Bruderschaft. Ich sehe das ein bisschen anders, aber naja. Egal, wir müssen uns ja erstmal der Bruderschaft unterordnen, um an alle nötigen Informationen zu kommen. So, kurzer Ladebildschirm, ich bin begeistert und wir sind wieder auf der Predwin und jetzt erstatten wir unserem Captain... Da mal Bericht, ja, ad victoriam.
wenn du so willst. Gut, hier unten ist er ja. Der scheint 24 Stunden zu arbeiten und immer nur hier an irgendwelchen nicht vorhandenen Knöpfen rumzudrehen. Deinen Job kann man natürlich machen. Das geht klar. Gibt es Neuigkeiten? Ja, wir berichten. Ich habe meine Untersuchungen zum verschwundenen Team abgeschlossen. Paladin Brandis war der einzige Überlebende. Brandis? Was ist mit ihm geschehen? Ich habe ihn überredet. Ich habe ihn überredet, zur Bruderschaft zurückzukehren. Gut gemacht. Er wird Probleme haben, sich wieder an das Leben in der Bruderschaft anzupassen, aber seine Erfahrung wird uns nutzen. Nun gut. Gibt es sonst noch was? Tja, wir haben Holobänder. Möchtest du ihre Holobänder haben? Danke. Ich sorge dafür, dass die Angehörigen sie erhalten. Gut, das ist alles. Das ist alles. Ich schreibe einen Bericht für den Ältesten. Außerdem möchte ich dir eine neue Rüstung geben. Trag sie mit Würde. Standhafte SB-Kampfrüstung verleiht mehr Energie und Schadensresistenz, je niedriger deine Gesundheit ist, bis zu plus 35. Kann man nehmen? Ja, ich glaube schon. Das war keine einfache Mission, Ritter. Gut gemacht. Im Augenblick habe ich dringendere Angelegenheiten, die deine Aufmerksamkeit erfordern. Ich habe Berichte über verschwundene Vorräte aus unserem Versorgungslager am Flughafen erhalten. Ist vielleicht ein internes Vergehen. Gut, das ist natürlich ein Sicherheitsrisiko. Falls ja, ist das ein schweres Sicherheitsrisiko. Genau das macht mir Sorgen. Wenn es einen Verräter gibt, könnte unsere gesamte Operation gefährdet sein. Ich möchte, dass du die Untersuchung leitest. Melde dich bei Ritter Sergeant Gavil auf der Basis. Er befehligt unsere Logistikabteilung. Er erklärt dir alles über seine Einheit und das Lager. Darüber hinaus kannst du die Untersuchung nach Belieben führen. Melde deine Erkenntnisse direkt an mich. Ist das klar? Yes. Ja, ich erwarte Ergebnisse. Bring sie mir. Wegtreten. Ja, ja. So, Pflicht oder Schande. Eine neue Bruderschaftsmission, die werden wir jetzt aber erstmal hinten anstellen. Da habe ich jetzt gar keine Lust drauf, wenn ich ehrlich bin. Gehen mal rauf zum Pridvin Flugdeck. Schauen mal, was wir da finden können, effektiv. Das Commonwealth ist eine gewaltige Bürde, aber wir werden es schaffen. Ja, 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 das ist alles eine gewaltige Bürde hier. Wir gucken erstmal, was wir da jetzt von dem bekommen haben. So, Kleidung. Wir haben momentan diesen SB-Kampfanzug hier und ja, wenn ich das jetzt anziehe. Ah, okay. 21 ist das hier, 21, 25. Okay, das Ding scheint doch tatsächlich besser zu sein. Als des Giftmischers Metallrüstung, deswegen geben wir des Giftmischers Metallrüstung mal an Piper. Okay, wir müssen aber natürlich auch noch gucken, das hier wiegt 8, das hier wiegt 16 und damit haben wir auch noch die Hälfte Gewicht eingespart. Hey, was gibt's denn zu tun? Komm mal her, Piper, lass uns mal handeln. Ich hab eher was du brauchen kannst. Ich hab eher was, was du brauchen kannst. Komm mal her, Hilfsmittel, Kleidung, du nimmst das hier und ziehst das logischerweise auch an. Wo ist es denn jetzt? Hier. So, ausrüsten. Na bitte. Damit dürftest du jetzt vielleicht auch mal ein paar Sekündchen überleben. Das wäre ja mal was Feines. Gut, damit machen wir hier mittlerweile richtig Fortschritte. Wir werden jetzt erstmal, unser nächstes Ziel ist jetzt erstmal die Burg. Ja, da machen wir eine Schnellreise hin. Denn ich möchte gerne die Burg jetzt mit den neuen Siedlern erstmal versorgen, gucken, ob die auch wirklich da angekommen sind. Und dann im nächsten Schritt schauen, ob da in der Burg noch alles in Ordnung ist, wie es mit der Zufriedenheit aussieht und was wir da sonst noch alles tun können, um die Zufriedenheit irgendwie weiter nach oben zu bringen. Das ist erstmal unser nächstes Ziel, würde ich so sagen. Ja, das machen wir.